Guten Tag zusammen. Ich hoffe, Sie sind gut in das neue Jahr hineingekommen. Ein neues Jahr, was wird es uns bringen? Wir wissen es noch nicht. Aber es ist wichtig, dass man positiv an all das herangeht, was kommt. Wie gesagt, keiner weiß, was in der nächsten Sekunde geschieht. Das Schöne für mich ist immer, dass mit Beginn des neuen Jahres sich die Sternsinger auf den Weg machen. Kinder, die den Segen Gottes zu den Menschen bringen und die Geld einsammeln für Kinder auf der ganzen Welt, die in Not sind. Ist das nicht ein tolles Zeichen? Sie opfern Zeit, sie opfern ihre Ferien und setzen sich ein. Und diese Botschaft, die sollen wir mitnehmen in das ganze neue Jahr. Dass auch wir sensibel sind für all das, was da kommt im neuen Jahr. Für die Höhen, für die Tiefen, für die Menschen, die uns begegnen. Und das Kind in der Krippe macht uns dies deutlich. Nämlich einen Blick zu haben, sich in den Dienst zu stellen, sich klein zu machen. Am Anfang eines Jahres ist für mich auch ein Spruch von Dietrich Bonhoeffer, dem evangelischen Theologen, immer wichtig. Er hat gesagt, von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Gehen wir mit Gottes Hilfe in das neue Jahr hinein und lassen wir uns von den Sternsingern anregen, Gutes zu tun und das Leben miteinander zu teilen. Die Tannenbäume, sie werden bald wieder auf die Straße gelegt werden, weil sie rieseln. Aber die Botschaft Jesu Christi, die Botschaft der Liebe und des Friedens, die bleibt. Und die leben wir hoffentlich auch im ganzen Jahr 2020. In diesem Sinne, alles Gute für das Jahr. Ihr Frank Heidkamp, Pfarrer in der Seelsorgeeinheit Düsseldorfer Rheinbogen.